Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man einen Whirlpool bauen kann, beziehungsweise zwei verschiedene. Und ich zeige euch jetzt erstmal das erste Design. Und zwar haben wir hier einen aus dem dunklen Holz gebauten Whirlpool. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Man kann sich hier reinstellen, ist dann so bis zum Kopf quasi im Wasser und kann sich hier dann eben entspannen oder was auch immer man halt im Whirlpool macht. Und hier habe ich nochmal einen aus Quarz. Der ist ein bisschen anders. Der hat hier noch so eine Art Sichtschutz quasi, beziehungsweise Glas. Und hier kann man sich auch dann ganz entspannt reinsetzen. Und was ich jetzt baue, ist eine kleine Mischung daraus. Nämlich bauen wir aus diesem Holz hier quasi diesen hier nach mit dem Sichtschutz. Und ich würde sagen, ich fange direkt an damit. Das erste, was wir machen, ist, wir platzieren erstmal zwei Treppen. Dann jeweils links und rechts davon einen Block so und nochmal einen so. Diagonal. Und dann bauen wir hier wieder zwei Treppen hin. Dann hier wieder zwei Blöcke, zwei Treppen, zwei Blöcke und nochmal zwei Treppen. Dann haben wir schon so quasi die Form. So, jetzt machen wir es, wir nehmen Halbsteine und platzieren die hier jeweils. Also jeweils drei nochmal pro Ecke quasi. Dann wird das Ganze nämlich noch ein bisschen runder, beziehungsweise kann man dann von jeder Seite halt drauf gehen. Das ist halt auch ziemlich cool. Dann platzieren wir hier jeweils nochmal ein paar Blöcke, sodass am Ende dann in der Mitte so ein Pluszeichen quasi frei ist. Auf diese Blöcke, die wir gerade platziert haben, stellen wir dann die Trapdoors oder die Falltüren aus demselben Holz, damit das eben so im selben Farbschema quasi bleibt. Und dann haben wir eigentlich schon so quasi die Umrandung des Pools fertig. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir buddeln hier nochmal eine Ebene quasi tiefer. So. Dann benutzen wir Redstone und Redstone-Lampen und machen die zwei Blöcke jeweils weg in den Ecken. Machen dann unten quasi einen Redstone-Block hin und da über eine Redstone-Lampe, damit die dann noch leuchtet. Dann platzieren wir hier jeweils Treppen, da stellen wir uns dann später drauf. Und hier in die Mitte kommt dann Soul Sand. So. Und dann können wir da auch Wasser reinfüllen quasi. Und dann haben wir eigentlich schon den Whirlpool fertig. Das ist ein ziemlich einfaches Design und ihr könnt natürlich jeden Block dafür nehmen, den ihr möchtet. Und das ist jetzt quasi das erste Design, was wir haben. Und jetzt könnte man das Ganze natürlich noch ein bisschen verändern, wie hier vorne zum Beispiel. Dass man dann sagt, man nimmt hier so ein paar davon weg. So, sagen wir mal so vielleicht. Und platzieren dann da stattdessen noch ein paar von den schwarz gefärbten Gläsern quasi hin. Oder, beziehungsweise ich mach mal so, mach die hier dann weg, dann sieht das ein bisschen besser aus. Und was ich da vorne noch gemacht habe, ist, dass ich halt diesen Aufgang hier quasi weggemacht habe, weil wir den ja gar nicht brauchen. Beziehungsweise die Halbsteine, dass man da so hochgehen kann. Und jetzt ist hier halt nämlich so eine Mauer quasi, wo man theoretisch nicht hoch kann, außer man springt halt. Und das finde ich eben auch ganz cool. Und dann kann man das quasi so draußen irgendwie vielleicht an der Ecke von einem Berg oder sowas stehen lassen. Das ist eigentlich ziemlich geil. Und das war eigentlich das ganze Tutorial. Das ist ein ziemlich einfacher Whirlpool, wie gesagt. Und wenn ihr ein bisschen geschaut habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mal einen Hashtag Whirlpool in die Kommentare schreibt. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, ihr könnt damit was anfangen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.